Also die Zelda ist ja ziemlich kampflustig. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sie hier treffen im Abenteuermodus. Sie wird unterstützt von Marin, Kampfinfos, süße Träume, der Boden des Kämpfer einschlafen, Smash of Zeit, Siege innerhalb des Zeitlimits, Mist. Wie viel Power hat sie? 4600, okay. Bloß nicht den Boden berühren, ne? Sonst wird der Linky Minky einschlafen. Boah, was für eine coole Melodie ist das denn? Nice. Ach, da unten ist ja ein weiterer Link. Gut, dann bearbeite ich Zelda und Link. Ja, ihr könnt da unten chillen, ne? Aber ich nicht. Wie unfair ist denn das? Okay, was mache ich? Ich greife mal an. Aber Zelda bearbeitet mich gerade. Nebenbei habe ich mich um Link gekümmert. Und jetzt nochmal. Angardo. Okay. Oh, nice one, Zelda. Das sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal. Hä? Das will ich nochmal sehen. Bitte mach das nochmal. Ja, dann greif sie doch nicht an, Junge. Aber ich muss sie angreifen. So, 17% habe ich auf dem Tacho. Not bad, not bad. Mir wird schwindelig, mir wird schwindelig. Wirbelattacke. Nochmal, jetzt. Boom. Und du auch nochmal. Komm her. Nee, egal, dann greife ich sie anders an. Gut, jetzt bin ich warm gespielt. Kommt doch bitte, jetzt bin ich warm geworden. Ja, Mist. Ja. Nochmal. Oh, was für ein cooler Beat. Ganz besonders, weil der Beat auch irgendwie verschnellert wurde. Das macht den Beat bzw. die Melodie nochmal ganz anders. Spiegelungsschutz. Ein Subgeist. Ach Mist, jetzt war ich nicht einkaufen. Gut, dann mache ich das nach diesem Part. Turtle-Insel. Haifische. Wow, Haifische und so. Oh, da ist ja eine weitere Hütte. Leiter Flagmon? Das sieht nach Luigi aus hier. Pokémon-Reihe. Im Kampfverlauf die Steuerung wird plötzlich seitlich gespiegelt. Gesenktes Lauftempo für alle. Mist. Stage-Kniff. Okay, Spezialregel. Schneckenlauf ätzend. Darauf habe ich ja gerade absolut keine Lust. Ich mag das loszudüsen. Aber okay. An diese Kampfregel müssen wir uns jetzt halten. Bereit? Und los geht's. Was machst du denn da, Luigi? Boah, also die Steuerung nervt gerade mega. Ich merke das total. Voll ätzend. Das war schon? Okay. Dann habe ich ihn einfach nur gut getroffen. Flagmon! Und 3 Lernjuwelen. Ja, immerhin. Jede Belohnung ist goldig. Helfer-Trophäe. Jetzt bin ich gespannt. Du kannst nun in den Aktivitäten Flagmon besuchen. Ja, was bringt das? Vergessen! Stile werden hier in Vergessenheit gebracht, oder wie? Du betrittst das Dojo von Flagmon. Vor dir siehst du Flagmon. Ach was. Lässt einen Geist seinen Dojo-Stil restlos vergessen. Interessant. Bei erneutem Training wird der Stil sofort wieder gelernt. Ja, das finde ich cool. Ob Flagmon dir etwas sagen möchte? Irgendwie scheint es so. Was willst du denn? Flagmon blickt dich an. Nee, Flagmon. Ich habe gerade tatsächlich niemanden am Start, der gewisse Stile vergessen muss. Nö, überhaupt nicht. Aber gut zu wissen, Leute. Also hier befindet sich das Flagmon Dojo. Falls ihr sagt, ich möchte, dass ein gewisser Primärgeist nicht mehr einen gewissen Stil hat, so kann man das hier verlernen lassen. Okay, alles klar. Wieso drücke ich auf A? Ich Vollidiot. Ja, weil ich gerade im Redefluss war. How typical is that? Okay, weiter geht's. Mit dem Abenteuermodus. Wen haben wir denn hier? Tingle? Oh, Bewohner. 3 Sterne, 9000. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Im Kampfverlauf extremes Tempo für alle. Der Gegner setzt oft Spott ein. Okay. Das Wichtigste ist ja, dass wir nicht unter Zeitdruck hier stehen. Das nervt. Beziehungsweise, dass wir eine Minute Zeit haben, zum Beispiel einen gewissen Charakter zu besiegen. Ganz besonders so ein Charakter mit 9000 Power am Start. Eieiei. Was werden wir da wohl machen? Ja, Junge, was ist denn los? Jetzt habe ich gleich wieder einen Sprachfehler am Start, weil ich manchmal so sprachlos bin. Okay, alles klar. Du bist jetzt auch dabei? Ich meine, auf der Tabelle oder auf der Karte konnte man ja mehrere Gegner sehen. So ist das nicht, deswegen wundere ich mich jetzt nicht darüber. Nice. Nein, pass auf. Immerhin konnten wir einen schon mal besiegen. Boah, Link, du bist voll schnell. Was ist los? Spieler-Rutschparty. Ach so, okay. Und Wahnsinnstempo. Ja, okay, das erklärt einiges. Kein Wunder. Ich sollte mal mehr auf das Ausrufezeichen achten oder auf die Ausrufezeichen. Nun wieder gibt es ja mehrere, die auf dem Touchscreen einem angezeigt werden. Mist, ich dachte, ich bin der rote Link gerade. Ich habe falsch geguckt.
Komm jetzt. Bam. Nochmal. 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 Pfeil. Ich meine Bogen. Ja, yeah, nochmal. Jetzt bist du hinüber. Nein, verdammt. Jetzt habe ich schon wieder falsch geguckt. Mist, warum passiert mir das so oft? Ja, Controller ein bisschen anheben, damit ich nicht immer wieder den Tisch berühre und ihr dann denkt, boah, cool, Kanscha macht hier Special Effects und so. In Wirklichkeit berühre ich die ganze Zeit beim Controller den Tisch. Ja, du setzt jetzt die ganze Zeit dieselbe Attacke ein. How low? Komm mal her. Jetzt. Jetzt nochmal. Da ist die Chance. Jawohl. Komm, jetzt nochmal. Da ist die Chance. Er ist doch in mich reingefallen. Jetzt nochmal. Oh, jetzt nochmal. Ach, Mist, ey. Das Timing fehlt mir gerade. Komm her. Okay, sehr schön. Ich nehme das Schwert. Ich mag das Schwert mehr. Jetzt habe ich zwei Schwerter am Start. 19 habe ich auf dem Tacho, das geht ja. Ah, spring mal. Ja! Mist. Kann ich seine Luftballons zum Platzen bringen? Eigentlich schon, oder? Logisch ist das schon. Ja, natürlich geht das. Oh, ich darf jetzt nicht verlieren. Das wäre echt schade. Mega schade sogar. Oh, Mist. Komm jetzt. 9000 Power. Die Gegner sind auf jeden Fall anders drauf. Das merke ich immer wieder. Oh, Junge, da war doch die Chance jetzt nochmal, nochmal. Oh, der ist aber zäh. Aber nicht mehr lange. Was für ein langer Kampf. Zapgeist, Tingle, 3 Sterne Ass, ja. Sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Stufe. Hat hier der Tingle erreicht. 3 Sterne und so. Flagmon Dojo, Mr. Game & Watch. Oh, jetzt habe ich voll Bock bekommen darauf. Why not? Oh, oh, da ist Kamek. Wir haben jetzt 12 Kämpfer bis jetzt befreit. Wir haben da noch einiges zu tun, liebe Leute. Smallthorn, 3700 Power. Erhöhtes Lauftempo für Gegner. Im Kampfverlauf erhöhte Angriffskraft für Gegner. Eieiei. Kein Typ-Nachteil. Gut, kein Problem. Zit. Interessant. Ach, die Pokémon-Arena. Bam. Spring, pass auf. Ja, sehr schön. Bogen. Nochmal. Pass auf. Sehr schön. Ui. Böser Treffer. Komm, spring nochmal bitte. Nochmal ein bisschen noch. Jawohl. Schön gespielt. Oh nee, jetzt wird stachelig doch. Jetzt. Super, 0%. 0%. Cool. Das kriege ich auch nicht immer hin. Die. 2 Lernjuwelen. Was sagt denn der Wissensbaum? Rasierblatt. Rasierblatt ist zwar eine nette Attacke. Ich meine, dadurch kann man sehr viele Volltreffer erzielen. Aber hin und wieder kann die Attacke auch daneben gehen. Wissensbaum, da geht ja gar nichts. Da geht ja gar nichts gerade ab. Okay, nice. So, jetzt sind wir in der Stadt. Da wollte ich ja immer schon sein. Springman. Ach, jetzt habe ich Kamek vergessen. Egal, wir kämpfen hier ganz kurz gegen Little Mac. Und dann... Nee, das ist ein Mii-Boxer. Sorry, ich dachte wegen dem Boxhandschuh. Oh, 9300. Eieiei, stärkere Armangriffe für Gegner. Erhöhte Sprungkraft für Gegner. Ach ja, die Truhe finde ich schon ziemlich interessant, liebe Leute. Ich würde gerne herausfinden wollen, was sich in ihr befindet. Springman. Und okay, düsen wir los, Link. Ach ja, stimmt. Ich würde sehr gerne mal den Charakter auswechseln. Wobei, ich war ja in den letzten Parts sehr oft mit Mario am Start. Mit Link bin ich ja erst seit einigen Parts, glaube ich, am Start. Ich kämpfe doch noch ein bisschen mit Link. Und danach werde ich mich höchstwahrscheinlich für einen anderen Charakter entscheiden. Ich sollte ja Donkey Kong am Start haben. Und ich überlege, ob ich Yoshi, beziehungsweise die 4 Yoshis mit Donkey Kong kämpfen sollte, da er massig gesehen, auf sein Gewicht bezogen, ja, schon ein massiger Kerl ist, der Donkey Kong. Vielleicht wird mich die Katapultierbarkeit nicht allzu sehr betreffen dann, wenn ich gegen diese 4 Yoshis kämpfe. Ja, yeah. Komm her. Yeah, das war böse. Das war ein böser Move, ey. So, ich sollte mich mal mehr auf das Smashen konzentrieren. Ich merke gerade, dass ich voll die unnötigen Fails mache. Oh, Mist, das wäre so schön. Jetzt nochmal, pass auf, Link, das wird gefährlich. Das wird gefährlich, glaube ich. Jetzt nochmal, sehr schön. Ja, super. Weil ich stand halt an einer ungünstigen Stelle, wenn Springman, beziehungsweise der Mii-Boxer, uns irgendwie blöd getroffen hätte, so dass ich weit wegfliege, dann wäre es das. Und das noch mit wenig, und das mit einer wenigen Prozentanzeige auf dem Tacho. Nee, nee. Gar keinen Bock. Wie viele Punkte bekommen wir? 500. Okay, weiter geht's hier. Mit Dr. Mario.
Ja, geil. Cool. Da. Ich bin Dr. Mario. Okay. Den werden wir sofort befreien. Oh, nochmal. Oh yeah. Boah, schade, zu früh abgeschossen. Jetzt. Oh, der Beat ist sowas von cool. Sowas von cool. Oh, ich mag ihn. Ich hoffe, der Kampf wird lange dauern. Ups, ich Idiot. Sorry, Dr. Mario. Der Beat ist so cool gewesen. 10 Lernjuwelen. Nice, der 13. Kämpfer, der gerade befreit wurde. Mario Bros. Dazu könnte ich auch sehr gerne ein Let's Play machen. Dann wäre das ein kurzes Let's Play. Gebt mir gerne Bescheid, wenn ihr Lust und Interesse dran habt. Ich hätte Lust. Oh, Ken. Ausdauer Smash. Reduziere die Kraftpunkte der Gegner auf 0. Ja, nice. Okay, alles klar. Da bin ich dabei. Sowas mag ich. Es fühlt sich tatsächlich so an, wie als ob ich hier Street Fighter zocken würde. Okay, erstmal losdüsen und dann gib ihm. Oh nee, das hat der Ken aber auch so gemacht. Ken, du möchtest, dass ich in deine Richtung komme? Dann mache ich das. So, jetzt ein bisschen von unten angreifen. Nochmal. Oh, das dauert nicht mehr lange. Yeah. Und mit dem Pfeil machen wir ihn fertig. Oh. Übel. Ich habe ihn ja richtig gut erwischt. Er ist runtergefallen. Pokémon Ditto. Ditto nimmt die Gestalt des Kämpfers an. Komm mal. Oh, da ist ja ein weiterer Kamek. Wie für Trainerin? Im Kampfverlauf erhöhte Katapultierbarkeit für alle. Okay, vielleicht werde ich Link gleich einmal auswechseln, wenn ich merke, die Katapultierbarkeit nervt. Ich meine, sie hat so um die 3000 Power und Yoshi hatte, glaube ich, ein bisschen mehr. Wie Balance Board, Aktivitätsleister, Leitergeist. Wieso sage ich immer Leister? 3 Lernjuwelen. Das war doch mal ein fantastischer Sieg. PSI-Magnet. PK Fire. Du kannst nun in den Aktivitäten wie Balanceboard besuchen. Wollen wir das mal kurz machen? Was ist denn das? Aktivitäten. Oh. Hä? Das hatten wir. Ah, hier. Okay. Leichtgewicht. Sportliche Grüße. Ich bin das wie Balanceboard. Okay, Lauftempo wird hier gesteigert und die Sprungkraft. Dafür sinkt der Angriffswert, der Abwehrwert und das Gewicht. Okay, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn das Gewicht sinkt. Kann man da nicht höher springen? Muss nicht sein, kann sein, doch, oder? Hier die Trainingsprognose. Auf meine Daten kannst du dich verlassen. Das sieht ziemlich interessant aus. Gut zu wissen, Leute, ne? Das kann man hier erreichen. Einfach nur auf die Tabelle achten. Falls ihr da an irgendwelche Primärgeister gerade denkt, so kann man sich hier gerne austoben und diese trainieren. Gut. Eine neue Haltestelle entdeckt. Ziemlich nice. Okay, was gibt es denn hier so Schönes? 47 Lernjuwelen. Ja, dann holen wir uns mal das hier. Stark-Items, verstärkt Stark-Items. Super. Sehr, sehr schön. Da sind wir glatt dabei. 7 Lernjuwelen, gut. Gut, hoffentlich können wir noch ein paar Leute befreien. Dann bekommen wir weitere Lernjuwelen. Rob wird unterstützt von Monita. Schwerer Schaden für alle. Schöne Arena. Darauf habe ich Bock. Nice, darauf habe ich mega Bock. Der Beat. Oh yeah. Boah, hör auf damit, Rob. Boah. Heftig. Nochmal. Ach, man kann auch ordentlich durchziehen. Ich habe das immer so schnell eingesetzt. Was? Warte mal. Ich habe mir, glaube ich, viel zu viel Zeit gelassen, weil ich da gerade etwas festgestellt habe. Wenn man länger auf den B-Knopf drückt, gedrückt hält und nach oben drückt, so lädt der Link sich nochmal auf. Und da kann man ja noch mehr Damage machen oder die Attacke noch krasser ausführen. Ist ja cool. Warte mal, warum hat der mich denn aber eben gerade so fertig gemacht? Ach so, okay, alles klar. Wir kriegen plötzlich richtig viel Damage. Beide sind auf einmal bei 999. Da reicht es nur einmal zu berühren, so wie es aussieht. Aha, interessant. Interessant. Igamaro. In der Shiny-Form sieht das ziemlich nice aus.
Ja, okay. Wie kümmern uns hier um die WFET-Trainerin? Nice, Leute. Läuft doch bis jetzt gut. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Das wird gemacht. Schnell, schnell, schnell. Boah, jetzt. Yeah, 20%. Weitere 20 vielleicht? Ja. Oh, no. Ach, schade. Jawohl, 85. Boah, 104. Und jetzt weg mit dir. Och, du und dein Schutzschild. Du und dein Schutzschild. Aber gut getimed, WFET-Trainerin. Nice, die WFET-Trainerin kämpft nun mit. Das finde ich schick. Boah, 10 Lernjuwelen. Und einige Snacks. FIG-Kämpfer. Figurenkämpfer. Das ist die Abkürzung dafür. Okay. Mhm. Jeff? Ja, warum nicht? 13.200. Helfer-Trophäen machen dir das Leben schwer. Erhöhte Item-Schusskraft für Gegner. Der Gegner erhält im Kampf Verstärkung. Oh, 4 Sterne. Legende. Also einmal würde ich das gerne ausprobieren wollen. Vielleicht zweimal. Eieiei. Langsam finde ich die Kämpfe, die beziehungsweise die Kämpfer, die richtig viel Power haben. Gut zu wissen. Das sollte ich mir mal alles aufschreiben, damit ich, wenn ich in dem Part, in dem ich all diese Kämpfe wahrnehme, halt weiß, wo sie sind und welche ich noch bekämpfen muss. Ja, damit der Part besser geschnitten werden kann. Ich sollte mich mal auf den Kampf konzentrieren. Das ist ja mega heftig. Ich stehe hier die ganze Zeit unter Beschuss. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal verlieren, was mir gut tun würde, glaube ich. Ich glaube, das würde mir echt gut tun. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal gleich ausprobieren sollte. Lust habe ich schon. Spaß macht das schon. Wo bin ich? Da bin ich. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, alles klar. Nee, das ist echt heftig. Das ist noch zu heftig. Ich glaube, ich sollte mir einen anderen Charakter für diesen Kampf klar machen. Ach ja, ich habe ja jetzt Dr. Mario am Start. Okay, interessant. Hey, schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt kommen die anderen auch. Sehr schön. Boah, schade. Ich wollte gerade angreifen. Ey, die sind echt stark. Mhm, definitiv. Oh, wo kommt denn diese Rakete her? Boah, nee, ich glaube, ich brauche einen anderen Charakter mit anderen, mit einem anderen Primärgeist. Und mit anderen Subgeistern vielleicht, wenn es geht. Ja, am besten hier bleiben vielleicht. Oder auch nicht. Dann sollte ich aber die Gegner so schnell wie möglich treffen. Hä? Nee. Da muss ich was anderes machen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Mhm. So geht das nicht. Nee, da muss ich echt was machen, Leute. Kein Problem, wir machen erstmal weiter und sammeln weitere Charaktere ein. 4500, okay, das kriege ich noch hin. Besiege den Hauptgegner zum Gewinn. Okay, gut. Metallverwandlung. Okay. Hall Emmerich. Boah, Dr. Mario komplett in Schwarz. Auch nicht schlecht. Weg mit dir, Rob. Aber der Hauptgegner ist ja Dr. Mario. Metall Rob beschützt ja nur hier den Dr. Mario. Ey. Weg mit dir. Boah, Mist, ey. Das ist nicht so einfach. Komm gerade ein bisschen Achso, verdammt. Schwer am Mario ran. Ich dachte, ich bin jetzt. Ich habe das gerade nicht gecheckt, dass ich auf der linken Seite bin, weil ich auch so komplett in Schwarz unterwegs war. Weg mit dir, Mann, du nervst mich doch total. Hey, jetzt. Oh, das ist nicht einfach gerade. Sehr schön, Dr. Mario fliegt erstmal. Sehr schön, was gegessen. Ja, super. Das hat er nicht mehr geschafft. Okay, ein Subgeist, Laserschwert, einfache physische Waffe, in Klammern. Weiter geht's. Ne, das ist schon vernünftig, das was wir jetzt machen. So bekommen wir Primärgeister, Subgeister und Lernjuwelen. Sehr, sehr nützlich. Ach so. Schaut mal, ihr Lieben, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt können wir endlich da vorbeischauen. Könnt ihr euch noch an diese Barriere erinnern? Ich bin ja extra dahin gegangen, weil da jemand ist, den ich gerne besuchen wollte, aber
an dem Rechner konnte ich nichts machen. Es hieß immer, dass ich eventuell jemanden brauche. Aha. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Stärkere Angriffe im Nahkampfwaffen für alle. Das macht mich jetzt mega happy. Einfach nur machen, seht ihr? Plötzlich öffnen sich neue Türen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist ja auch das erste Mal, dass ich mir den Abenteuermodus antue. Hab mir auch diesbezüglich nichts angeschaut. Nur vielleicht einmal so für einige Sekunden. Okay, gut. Boah, ach verdammt. Die hat mich geangelt. Jetzt. Sehr schön, Link. Okay. Lauf. Boah, super. Genau das wollte ich machen. Nochmal vielleicht. Oh, schade. Da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Oh, das Schwert sieht aber cool aus. Oh nee, das Schwert ist runtergefallen. Ah, da ist es ja wieder. Ach, schade. Ich kann es nicht mehr nehmen. Beziehungsweise benutzen. Okay, Trude. Und zwei Lernjuwelen. Okay. Ja, hier in der Stadt gibt es noch einige Kämpfe, die wir wahrnehmen können. Das werden wir jetzt auch tun. Aha, von hier aus erreichen wir den Untergrund. Shigi? Okay. Spielbildschirm steht plötzlich Kopf. Okay, ich sollte mich beeilen. Weil sonst wird das ziemlich gespiegelt hier. Alles steht plötzlich Kopf. Okay, komm her. Ja. Mir gefällt gerade Shigis Panzer sehr. Oh ne, jetzt geht's los. Ich kann halt nicht anders denken. Das ist mein Problem. Nochmal. Sorry, Leute. Ich habe gerade auch selbst einfach nur einen Hänger gehabt. War blöd von mir. Wissensbaumgaben erlernen. Ja. Braucht da noch einige Lernjuwelen. Boah. Ach, schade. Ach ja, wir haben ja auch den Geistnachteil, aber spielt keine Rolle. Mehr Belohnungen und so. Das wird jetzt ätzend. Ich mag das nicht. Sehr schön. Jetzt geht's mir wieder gut. Lala. Oh, Shigi hat mich aber jetzt schon so einige Mal erwischt. Jetzt ich nochmal? Ja, jetzt bin ich dran mit dem Zugreifen. Oh, pass auf. Komm jetzt. Sehr schön. Ja, gut ausgehalten, Link. Super. Absolut keine Chance. Shigi, die Schildkröte. Ein Lernjuwel. Mhm. Na, immerhin irgendwas. In Let's Go Pikachu bin ich ja jetzt auch gerade im Privaten am Trainieren. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich gewisse Bonbons bekomme, wie zum Beispiel Nidoran männlich Bonbons. Ist ja nicht so, dass man sie immer bekommt. Manchmal bekommt man aber auch 5 auf einen Schlag. Wieder, achso. Da waren wir schon. Was haben wir hier? Mega Man. Oh, nice. Mit Modell X. Interessant. Okay. Der Gegner setzt oft Smash-Angriffe ein. Er ist da. Nachteiliger Geistertyp. Nehmen wir in Kauf. Mhm. Okay. Insgesamt 4 oder wie? Mit Mega Man zusammen. Ja. Okay. Super. Gut getroffen, Link. Jetzt du auch nochmal. Jetzt von unten. Ah, ja. Okay. Ah, genau, ich habe gerade wieder etwas festgestellt. Nicht allzu oft die Knöpfe und das Schiebepad benutzen, weil sonst braucht man sich nicht wundern, wenn man die ganze Zeit eine gewisse Attacke nicht einsetzen kann, wenn dein Spieler gerade dabei ist, noch die letzte Attacke zu Ende auszuführen. Ja, zu hastig. Zu hastig. Muss ein bisschen ruhiger werden. Aber dennoch, aktiv bleiben. Ist nicht so, dass man sich jetzt voll viel Zeit lassen sollte. Wenn, dann sollte man gedanklich wenigstens weiterdenken. Was mache ich als nächstes? War's das? Okay, gut. Netter Kampf. Modell X. Ich meine X. 845 Primärgeist. Und auf Level 99 Evolution möglich. Das ist gut, Dolz. Das ist super. Sehr, sehr schön. Auftritt in der Original-Spielereihe. Boah, ich glaube, ich werde das heute auf dem SNES Mini spielen. Ziemlich schwer, aber das Spiel. Oh yeah, die Wolken verschwinden. Ein Herz? Und ein pinker Schalter? Was geht denn hier ab, Leute? Langsam haben wir mehr Platz auf der Karte. Wer ist denn hier? Ah, Mr. Game & Watch.
2900. Wer ist denn das? Bass, Bass? Ey, wie cool ist das denn? Das will ich mir gerne reinziehen kurz, liebe Leute. Da bin ich neugierig geworden. Hä? Ist das eine Fliege oder ein Schmetterling? 300%. Ach, weil er so klein ist, oder wie? Okay, ich habe ja hier Items, die kann ich ja gerne benutzen. Das Haus kann man leider nicht kaputt machen. Oh, Zeitdruck. Mist. Hier, so kann man ihn gut bekämpfen, bestimmt. Hier. Schade nochmal. Nochmal. Oh, schade. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Nochmal. Komm. Oh, schade, der ist so klein. Den kann man wirklich schwierig treffen. Mist, und ich habe total vergessen, darauf zu achten, dass wir hier diese Aufgabe innerhalb von einer bestimmten Zeit erledigen müssen. Oh, schade. Ich erwische ihn einfach nicht. Hä? Das ist doch nicht mehr normal. Na endlich! Wie habe ich ihn erwischt? Entweder mit dem Schwert oder mit der Bombe. Aber irgendwie. Bass. Richtig cool. Und das ist ein Primärgeist, okay? Schadennachteil 30%. Okay, keine Evolution. Interessant, das war echt interessant. Heftig. Das ist auch das erste Mal, dass ich so Schwierigkeiten hatte, jemanden zu erwischen. Naja, eigentlich nicht. Das schnack ich da, aber das war wiederum ein bisschen schwieriger. Mario Tennis Aces. Oh, wie geil. Da bin ich dabei. 8800 Power. Heftig. Ich glaube, ich sollte mit Dr. Mario allmählich anfangen zu kämpfen. Wie goldig ist das denn? Komm, nochmal. Nochmal. Oh, das ist ein bisschen schwierig, diese von der Arena wegzuschleudern, genau. Oh, komm nochmal. Das war's aber noch nicht. Nochmal, komm Link, das war geil. Nochmal. Ja, super. Und jetzt lauf. Lauf, Junge, lauf. Ja. Oh, schade. Gar nicht mal so schlecht. Oh, aufpassen. Das ist jetzt so wie auf den alten Receivern. Minispiel. Voll lustig. Habe ich auch ein paar Mal gezockt. Okay. Ui. 4 Lernjuwelen. Und wir haben jetzt Mario Tennis Aces bekommen. Ist das ein Primärgeist? Nee, ein Subgeist. Egal. Nicht so schlimm. 3 Sterne Ass. Kritische Treffer. Super. Sehr, sehr schön. Passt auch super zu so einem Tennisspieler. Haben sie sich gut ausgedacht. Links Ursprünge. The Legend of Zelda auf dem NES. Ja, das war noch heftig. Also ich hatte, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte, Schwierigkeiten gehabt, erstmal auf das Spiel klar zu kommen. Kettenhundhelm. Ja, immerhin. Geschenk ist Geschenk. Hier ist ein Rohr. Oh. Was soll denn das? Ah, nice. Darum können wir uns kümmern. Okay, gut. Gibt es noch hier jemanden? So, ja. Diesen Kollegen gibt es noch. Oh, schaut mal, ist das nicht die M64-Konsole? Oh, wie putzig. Okay. Ist das Snake? Mit Roy Campbell. Ah, der Kollege ist auch heftig. War das nicht... Doch, das war doch der, der im Metal Gear Solid 2 mit ihm mal gesprochen hat, oder nicht? Über das Funkgerät. Snake. Close the game. Oh, das Ende, oder kurz vor dem Ende in Metal Gear Solid 2 passiert etwas Heftiges. Als ich das zum ersten Mal gespielt hatte und so weit gekommen war, das war so heftig. Ich dachte, was passiert jetzt mit meiner Konsole? Das haben sie so goldig gemacht. Mehr sah ich aber nicht. Nicht, dass jetzt jemand Bock darauf hat, sich das irgendwie als Video anzuschauen oder doch selbst zu zocken. Und dann würde ich ja euch so eine kleine Spannung wegnehmen, was nicht korrekt wäre. Wow. Springen. Ah, wir können das hinkriegen. Jetzt dreh dich um. Nochmal. Ja. Link ist auf jeden Fall schnell.
Das ist gut. Spiegelungsschutz. Und zwei Lernjuwelen. Erben von Geistern. FEG-Kämpfer. Figurenkämpfer. Das habe ich in diesem Part gelernt. So, was haben wir hier? Da war ja so ein Rohr und das Rohr hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Ja, nice. Wisst ihr noch, von hier aus konnten wir die Stadt da nicht erreichen, aber mittlerweile kriegen wir das hin. Und zwar von dieser Seite aus, indem wir hier einfach runtergehen. Okay, ich würde sehr gerne noch in diesem Part einmal das Rohr abchecken wollen. Ja, einmal rein. Oh, da sind noch einige Schatztruhen. Aha, okay. Wo sind wir hier jetzt auf der Karte? Da ganz unten. Okay, leider gibt es hier eine Barriere. Gut, dann gehen wir wieder rein. In das Rohr. Und dann schauen wir mal weiter. Was gibt es hier noch? Wo sollten wir hin? Was gibt es hier auf der linken Seite? Ah, okay. Von hier aus können wir die Truhen öffnen. Erstmal erreichen und so. Darin wird unterstützt von Soren. Fire Emblem Reihe. Okay. Der Gegner setzt auf Spezialtechniken ein. Stärkere PSI-Angriffe für alle. Interessant. Wäre das besser, hier mit Charakteren wie, Luca am Start zu sein? Naja, muss auch nicht sein. Oder doch? Doch. Entfesselte Magie, PSI-Kräfte. Ja, ich meine, Charaktere wie Ness und Lukas können ja gewisse Attacken einsetzen, wie Feuerattacken oder Elektroattacken. Zu denen würde das ja passen jetzt, diese Bedingung. Boah, dann könnte ich die Gegner vielleicht auch schneller erledigen. Okay, ich muss ein bisschen besser werden. Na, immerhin ist das nicht so schwierig, wie gegen Lucian zu kämpfen. Das habe ich jetzt gerade festgestellt. Lucian und Schalk. Mega heftig. Ich glaube, die haben eine Power von 9800. Irgendwie sowas. Packland. Ah, ich finde das so geil, dass die Arenen hier auch gescrollt werden hin und wieder mal. Richtig cool. Das ist Link. Der junge Link. Och, der Büt. Methusa. Bildschirmkopfstand. Oh nee, nicht schon wieder. Nachteiliger Geistertyp, Kampf trotzdem bestreiten, aber sowas von. Oh, was für ein chilliger Beat, oder? Okay. Beum. Überraschung. Oh, schade. Im richtigen Augenblick ist der junge Link losgehüpft. Boah, Junge. Das ist so böse, die Attacke von Link. Nein, Mist. Jetzt bloß nicht rauslaufen. Genau. Warte einfach. Genau. Sehr schön. Oh, nee, ich wurde irgendwie zu Link gezogen. Aber wieso springe ich so wenig? Jetzt. Boah, Junge. Komm runter. Spring. Nein, falsche Richtung. Ich hasse das. Ich kann einfach nicht falsch rumdenken. Oder andersrum. Falsch rum. Mist. Voll unnötig. Der junge Link war ja sowieso kurz davor, K.O. zu werden. Ja, ich bleibe am besten in der Mitte stehen. Ich hab den Dreh noch nicht so raus, andersrum zu denken. Ah, nee, verdammt. Jetzt habe ich die Links miteinander verwechselt. Oh, kann es noch blöder werden? Nach diesem Kampf werde ich, glaube ich, noch einen Kampf wahrnehmen. Ich fühle mich gerade ein bisschen zu sehr peinlich. Das geht so nicht. Und der Beat, ey. Runter. Dreh dich um. Jetzt, gib ihm. Bam. Nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Spam. Sehr schön, lauf. Oh, Feuerblume. Yeah. Also aus Link wird höchstwahrscheinlich kein Feuerwehrmann. Oder doch? Das kann man ja nicht so sagen. Du kannst ja nicht über die Zukunft von jemandem reden. Kennst du denn deine eigene Zukunft? Ferner Planet, Blütennamen und Zwiebeln. Zwiebeln sind eigentlich cool.
Diese Truhe. Nice, wir können sie erreichen. Hier sind ja voll viele Truhen. Stärkt einen Geist beträchtlich. Snack normal 3 Stück. Danke. Da ist eine weitere Truhe, aber die erreiche ich noch nicht, oder? Doch, oder? Nee, noch nicht. Gut, wen haben wir denn hier? Luigi. 2500. Nebelalarm. Erschwerte Sicht auf der ganzen Stage. Stärkere Beinangriffe für Gegner. Das wird ein bisschen nervig. Hier, was für ein Beat. Oh, Luigi, was ist denn los mit dir? Du siehst aus wie Mario. Das erkenne ich ja noch. Was soll denn das, Luigi? Du siehst aus wie Mario. Boah, weg damit. Er hat's geschafft. Nee, er hat's nicht geschafft. Auf einmal verschwindet der Boden. Und weil das so nebelig ist, nehme ich das gar nicht wahr. Oh, schon 35 Minuten. Okay, wir kümmern uns noch schnell um die Truhe. Und dann beenden wir den Part auf ganz entspannt. Was haben wir denn hier? 10 Lernjuwelen. Okay, den Wissensbaum können wir kurz aufrufen. Was wollen wir jetzt erlernen? Was ist das? Sturmresistenz. Macht widerstandsfähiger gegen Stürme. Okay, da bin ich dabei. Nur wieder gibt es ja Arenen. Da wird man ja vom Sturm ja nach links oder rechts einfach mal gedrückt. Was ziemlich nervig werden kann. Okay, gut. Um den Rest kann ich mich später kümmern. Wer ist denn der nächste Gegner? Okay, hier gibt's nichts mehr. Da oben ist aber ein Kamek. Okay, Ninja Tom bzw. Mr. Game & Watch. Ich würde vorschlagen, um diesen Kollegen kümmern wir uns dann im nächsten Part. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.